So, hallo zusammen, hier ist wieder Andy vom EKW-Blog. Aktuell ist ja die Cyber Black Week, heißt ja, je nachdem, wo man jetzt schaut, ein bisschen unterschiedlich, aber irgendwie ist das traditionell die Woche, wo sich die ganzen Hersteller und Anbieter mit Rabatten sozusagen um sich werfen. Mal gute, mal schlechte. Manchmal denke ich mir auch so, naja, gut, die 10% Ersparnis, die, ja, die locken mich jetzt sicher hinter den Ofen vor. Aber es gibt auch gute Angebote, wie jetzt hier zum Beispiel den Congstar Cyber Deal. Dir gibt es die Allnet Flat M für 20 € im Monat, statt mit 10 GB, ne, 10 GB, 20 €, kein guter Preis, würde ich sagen, aber aktuell gibt es jetzt hier 25 GB für 20 € und das macht die ganze Sache doch, denke ich, schon mal ein bisschen interessanter. Ja, wo ich das Ganze hier aufnehme, sind es noch 3 Tage und 5 Stunden, hat man Zeit, das zu buchen, und das Ganze gibt es derzeit auch ohne Bereitstellungspreis und LTE 50 ist auch inklusive. Ja, gehen wir mal in die Details hier hinein. Also es gibt so 24 Monate Laufzeit und ohne Laufzeit. Im Prinzip würde ich sagen, gibt es keinen Grund da, die 24 Monate Laufzeit da zu nehmen, weil ich eigentlich nichts spare. Also korrigiert mich gerne in den Kommentaren, falls ich mich noch irgendwo hier irre. Aber hier ist der Bereitstellungspreis, der fällt weg, 0 statt 15 € und ohne Laufzeit auch hier 0 statt 35 €. Also im Prinzip gleicher Preis. Warum soll ich mich dann da binden, ne? LTE 50 inklusive kostet ja normalerweise auch 5 € extra und finde ich sehr, sehr gut, dass es damit dabei ist, weil ja, 25 Mbit, das ist schon so ein bisschen lahm. Also vor 2 Jahren hätte ich gesagt, 25 Mbit reicht locker aus und reicht sicherlich auch für viele Sachen aus, aber 50 Mbit ist einfach schicker, weil ja, ich habe auch hier mehr Datenvolumen und wenn ich mal was runterladen will, dann soll es halt entsprechend schnell gehen und 50 Mbit ist doch da schon mal ganz nett. Ja, also finde ich einen guten Preis fürs Telekom-Netz, gerade wenn man jetzt so guckt hier, ne, ich habe mal spaßeshalber hier die Magenta-Mobiltarife hier aufgerufen und wenn man sich hier die Preise anschaut, hier 12 GB 50 € und hier 24 GB 60 €, da bin ich doch hier dann schon deutlich günstiger. Klar, hier habe ich mehr LTE-Geschwindigkeit bis zu, also im Prinzip die maximale Geschwindigkeit. Ich habe hier auch 5G inklusive, das habe ich hier natürlich nicht, aber ja, dann habe ich eigentlich lieber mehr Datenvolumen für weniger Geld, als wenn ich jetzt da ja wenig Datenvolumen für viel Geld habe, ne? Also dann verzichte ich dann lieber auf 5G. Das ist jetzt eh noch nicht so ganz wichtig, würde ich sagen. Ja, also ich finde das einen guten Deal. 25 GB statt 10 GB. Und Telefonie und SMS-Flatrate ist auch inklusive. EU-Roaming und das Ganze ohne Vertragslaufzeit, würde ich sagen, sehr, sehr schick. Aber schreibt mir gerne in den Kommentaren, was ihr davon haltet. Und ja, ansonsten gibt es das hier noch, ja, 3 Tage, 5 Stunden, der Countdown läuft. Aber ja, insgesamt würde ich sagen, recht guter Deal, wie ich finde. Also in diesem Sinne, sage ich Tschüss und auf Wiedersehen, euer Andy vom EKW-Blog.